ich meine Kisten vom Rittersporns nach. Da wollte ich sowieso hin. Bloß wo war Rittersporns Haus? Ah, hier. Hier muss es gewesen sein. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal eine Zwergenquest. Die hoffentlich nicht wieder so lange dauert. Das war auf jeden Fall. Wait a second. Sie sitzt neben der Treppe. Okay. Oh nö. Wenn Quest getriggert. Herz entfernt, Kohlen anstelle von Augen. Oh nein. Mit Formaldehyd verbrannt. Vertrauter Anblick. Und ein Brief. Du suchtest einen Diener des ewigen Feuers und ließest dich doch von seiner Flamme blenden. Es war nicht Nathaniel. Verdammt. Verdammt. Nein, natürlich nicht. Es wurde gerade gebaut. Dann sind zwei Männer eingezogen. Sie wollten in die Bank einbrechen. Du hast doch nicht geschafft. Das gefällt mir aber gar nicht. Angeblich haben sie vom Keller des Hauses einen Tunnel. Denn Hexen sind die Quelle allen Übels. Ich will trotzdem jetzt erstmal Richtung. Sie ist käsig. Hey, da sind Mäuse. Bitte? Von wegen, das sind Rosinen. Ich werde mal zu dem Sultan hin. Getrocknete Pilze. Du würdest einen Wenn wir den Herrn Rittersporn mal sehen, müssen wir dem mal was erzählen. Was ihm gar nicht freuen wird. Siehst du diese Visage? Abscheulich. So, dann. Dein Sohn, Jos, möge er nach seinem Vater geraten. Der ist wahrscheinlich noch im Krankenhaus. Und Milchmann werden. Tun wir das jetzt mal. Tja, sieht so aus, als hätten wir die Quest erstmal bestanden. Auch wenn der Mörder noch weiter frei rumläuft. Wir hätten mit dem reden können. Das wäre mal gut gewesen. Machen wir mal seine Sultan? Quest. Geralt? Deine Schulden beim Bettlerkönig. Och, du hast doch Zeit gefunden, um mir zu helfen, die Karten zu kriegen. Gut. Welche Karten brauchst du? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch. Bisher vergeblich. Moment. Du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr. Er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Vielleicht kommen wir unterwegs bei... Ich komme unterwegs mit Krankenhaus nochmal vorbei.
kann ich da nochmal gucken. Oh, wait. Wait. Ich wollte hier mal. Siehst du diese Visage? Ich brauche einen Reim. Hilfst du mir? Auf keinen Fall. Wir hätten doch mal eine Steilwaffe mit schönem Schaden. Silberschwert. Stahlwaffe. Haben wir die weggegeben? Dann müssen wir die alte wohl irgendwann mal reparieren. Rüstungsreparaturset. Silberschwert. Okay, die werde ich noch behalten. Mann, hab ich gestern gesagt. Dritte Sporn. Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Bis dann, Rittersporn. Okay, erschweren wir sein Gemüt nicht. Mit den schlechten Nachrichten. Ich hoffe, das fällt uns hier nicht noch auf die Füße. Sei gelobt von ganzem Herzen. Also hier müssen wir hin. Verschlossen, aber Zed scheint drinnen zu sein. Und er steckt in der Klemme. Screaming. Ich muss einen anderen Eingang finden. Wache! Oder nicht? Ärger! Ich hoffe, Zed wird nicht. Die Quests sind nicht verbunden und Zed wird von. Aufmachen. Vielleicht von dem Mörder noch. Okay. Von dem Weg entsetzt zu Hause. Eine Leiter. Vielleicht eher von außen. Hier rüber rein. Über die Dächer. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Vorsichtig und ganz leise. Das dürfte Zed sein. Tja. Der Täter ist nicht mehr hier. Gefunden? Nein. Der Herzog wird angepisst sein, dass wir nicht aus Zed rausbekommen haben, wo sein Kassenbuch ist. Habe ich es etwa nicht versucht?
Du hast ihn wohl zu hart drangenommen. Scheiße. Na, wenigstens haben wir die Isengrim-Karte. Hallo. Ach du Scheiße. Los, Ringo, auf geht's, pack ihn! Denn die Isengrim-Karte. Ja. Oh, verdammt. Verdammt. Das war auch unfair. Zwei gegen einen Hexer. Isengrim Farwildiane aus dem Skoyatel-Deck. Wie viel die Karte wohl wert ist? Das Kassenbuch lohnt wohl die Suche. Das dürfte Zed sein. Der letzte Wunsch. Inventar vielleicht. Schlüssel zu Zeds Phantoms. Aha. Urkunde, Manuskript. Dritte Spons Terminkalender, aha. Wir haben ein Buch bekommen. Gibt's was? Entweder hatte Zed eine widerspenstige Katze oder da unten gibt's eine Geheimkammer. Die haben was gesucht. Ach ja. Die haben was gesucht. Und was du nicht sagst. So, wir kommen jetzt an die Geheimkammer ran. Entweder hatte Zed eine widerspenstige Katze oder da unten gibt's eine Geheimkammer. Kassenbuch. Das dürften die Namen der Leute sein, ja. Denen Zed Karten verkauft hat. Da sollte Sultan mal einen Blick reinwerfen. Wir haben das Kassenbuch. Stahlschwert, neue Motten, zerfressene Mantel, Goldstoff, Isengrim, Fao, Militarina, Fanke, drei polierte Pfauenpokale. Ja. So, das ist jetzt aufgeschlossen. Gibt's nichts mehr? Doch hier. Das kannst du jetzt nicht tun. Aha. Na dann. Hey du! Ja du! Hast du Wasser im Schädel? Auf! Sieht nach Regen aus. Oha, nochmal Predigten von besorgten Bürgern. Muss mal kurz abladen.
die Bücher. Immer 5 von. Da war viel zu lesen am Schluss. Können wir ganzen Lesestream machen. Das sind die ganze Bände hier. Teilweise hier schon 6 Chroniken von Redanien, aber hier. Ganze 6 Stück. Okay. Hoffentlich haben wir die nicht doppelt, sondern einfach nur Fortsetzungen. Sie, die dabei ist. Aha. Müssen wir nach Beendigung der Hauptquest hier nochmal vorbeikommen. Die Plünder können wir verkaufen. Texte müssen wir noch. Das ist was nicht Questgegenstand ist. Vielleicht ist das hier reichen. Hier noch ein paar Bücher. Irgendwo müssen wir noch eine Bank finden. Jetzt hier die Sachen umtauscht. Wir haben noch 200. Geht drum, das zuckt mich irgendwie. Wenn ich nur wüsste, wo die Bank ist. Zeit. Für dich immer, mein Freund. Ah, bis ja. Dann, alter Sporn. Sultan, Geralt? Wegen der Karten. Wegen dieser Karten. Hast du sie? Die Isengrim-Karte habe ich. Zeig mal her. Ha! Und da heißt es, Elfen wären schön. War Zed ein großes Problem? Zed ist tot. Ich bin seinen Mördern begegnet. Wir wollen nicht über vergossenen Zed weinen. Was ist mit den anderen Karten? Die anderen Karten habe ich nicht gefunden. Verfickt, der Sack muss sie verscherbelt haben. Hör mal, ich habe Zeds Kassenbuch. Zeig mal. Einträgen zufolge hat er Karten an Cäsar Bilsen und Ravi verkauft. Ach, hätte schlimmer sein können. Wir müssen sie besuchen. Wir? Wer ist Cäsar Bilsen? Der Buchhalter von Hacker. War mal in Ordnung, ist jetzt aber so arrogant, dass man nicht mehr mit ihm trinken kann, geschweige denn angeln. Angeln? Wir haben uns im Anglerclub Pontas Stolz kennengelernt. Aber da lässt Cäsar sich jetzt nicht mehr blicken. Seine neue Rolle nimmt ihn so in Beschlag, dass er kaum noch das Haus verlässt. Immerhin müssen wir nicht die Stadt nach ihm absuchen. Ah, ja. Ravi, wer ist denn das? Ein ordinärer Falschspieler und Schwindler. Will mir nicht in den Kopf, wo er das Geld für die Nathalie-Karte her hatte. Ich hab ihm mal eine Tracht Prügel verpasst. Seitdem ist unser Verhältnis etwas frostig. Du musst ihn wohl alleine aufsuchen. Sultan, es scheint ja äußerst wichtig für dich zu sein. Ich versuche, dir die Karten zu besorgen. Danke, Geralt. Cäsar können wir zusammen aufsuchen. Wir treffen uns vor seinem Stadthaus, der protzigsten Bausünde am Platz des Hierarchen. Hat die Fassade golden anstreichen lassen.
Wenn du vorher Ravi sehen willst, würde ich an deiner Stelle zuerst im goldenen Stör nach ihm gucken. Alles klar. Bis dann. Und du brauchst Ravi nicht zu sanft anzufassen. Hau ihm ein bisschen auf die Löffel. Entschuldigung, war der nächste. Also, viel Glück, Geralt. Im goldenen Stör. Was so ist. Triffst du dann vor dem Haus von Cäsar Bösen. Warum lasst ihr mich hier? Die machen wir auch noch, oder nicht? Er ist ja schnell gelaufen. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich war noch nicht im Stör. Macht nichts. Ravi läuft schon nicht weg. Nehmen wir uns erstmal Cäsar Bilsen vor. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Wenn es sein muss. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon? Du wirst es als Erster erfahren. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Ah ja. Auf geht's. Chivai? Cäsar Bilsen. Weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Eigentlich nicht. Ich jage eher. Das ist gut. Ein verlogener Angler am Tisch reicht völlig. Kommt rein. Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe. Unlang mit Thymian. Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Das Wort Unlang gibt es nicht. Wen hast du denn da mitgebracht, Chivai? Einen Grammatik-Puritanisten? Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Batilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder. Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kaer Morhen? Bomben. Was? Wie? Bilsen, hast in letzter Zeit nicht viele Scherze gehört, was? Gut, der hier war nicht so überzeugend. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Gleich. Jetzt? Hast du vergessen, warum wir hier sind? Wie sollen wir uns mit einer Flasche betrinken? Na schön, na schön. Ja. Schiebt uns das auch noch in die Wann Schuhe. Angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Hast ja, du Bücher, vergessen, Geld. Was letztes Mal passiert ist? Was ist denn da passiert? Hätte es nicht so reißen sollen. Sphärenschnaps. Wir trinken die da unten sicher gern.
Versuchung. Mehr Bücher, yay. Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Drehen das Silber. Ja. Treiber anheuern würde. Geralt, Kumpel. Okay. Überall sind Hexenjäger. Überall! Ich suche das oberen Schuss noch weiter. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Was doch ein Schlüssel. Perfekt. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Ich hoffe, das hat er nicht gehört. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Dolch des Wattier de Rideau. Mitgenommen. Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Jetzt haben wir eins aus seinem kuriosen Kabinett mitgehen lassen. Verziehtes Schwert, Plünder. Das wird er bestimmt sehr gut finden. Wir müssen ein kurioses Kabinett alle machen. Porträt des Kaisers M hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Porträt des Kaisers M hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Ja. Joachim de Wetzschädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Henkerseil des Stefan Skellen. Ah, hier ist Fringilla. Die Karte. Ein gefährliches Spiel. Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Was? Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht?
Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Oh Gott, nope. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich hatte schon mal schlechte Erfahrungen mit. Perfekt, jawohl! Mit den Männern von Hacker. Verdammt! Die haben schon mal verkackt, aber okay. Hexer! Danke. Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. Mhm.